So, wir stehen am Parkplatz Rengsteg hier in Oberstdorf und machen jetzt den Heilbronner Weg, zumindest den ersten Teil davon. Geht jetzt hoch zum Freibergsee und dann über die Alpe Eschbach gehen wir rauf zur Enzianhütte. Das ist jetzt noch nicht der Heilbronner Weg, aber wir wollen das Ganze wirklich als Original gehen und auch das Stillachtal hier mitnehmen. Ja, es ist herrliches Wetter, blauer Himmel, ein herrlicher Spätsommertag Ende September. Morgen wird es auch richtig gut. Also beste Bedingungen für eine tolle Tour. Und jetzt gehen wir erstmal los. Geht jetzt erstmal zum Freibergsee hoch, so 150 Höhenmeter. Und dann geht es lang ins Stillachtal hinein. Bis später. Ja, wir nähern uns jetzt dem Freibergsee. Wir haben jetzt so gut 150 Meter schon gemacht. Wenn wir jetzt hier gleich ums Eck biegen, dann hat man einen sehr schönen Blick auf die Skiflugschanze, die sich dann im See spiegelt. Hier rechts ist auch eine sehr schöne Pension, kann man auch übernachten. Da oben in der obersten Etage habe ich mal eine Ferienwohnung gehabt. Und wenn man dann da beim Frühstück sitzt, dann kann man hier so auf diesen See gucken. Und das ist tatsächlich ein herrlicher Anblick. Da kann man mal einen Moment stehen bleiben hier. Freibergsee. So, der Freibergsee liegt schon hinter uns. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Fellhornbahn. Talstation, kommen wir jetzt gleich dran vorbei und ja, hier ist jetzt so typisches Almgelände, ganz gemütlicher, flacher Weg, gut zu gehen, herrliche Sonne und dann haben wir gleich so in einer halben Stunde die Fellhornbahn erreicht als nächstes Ziel. Fellhornbahn liegt jetzt schon hinter uns. Wir hatten eine kurze Trinkpause gemacht und jetzt ja, haben wir so einen schönen Wanderweg hier durchs Stillachtal. Ziemlich in der Ebene geht es jetzt hier dann da hoch. Vor uns sehen wir schon den Heilbronner Weg. Der liegt da links oben. Auch Allgäuer Dreigestirn, Mädlegabel, Trettachspitze, Hochfortspitze sieht man hier schon schön. Ja, und der nächste Abschnitt ist jetzt hier über den Talboden. Ich denke, dass wir dann am Ende Einölsbach nochmal eine kleine Rast machen werden. Und da geht dann der richtige Anstieg auch eigentlich erst los. So, jetzt haben wir Birksau hinter uns gelassen und jetzt geht's hoch Richtung Einölsbach. Ja, so nach Fahrstraße geht das jetzt hier relativ steil. Und da wollen wir gleich mal eine kleine Rast machen und ja, mal einen Schluck trinken da auf der Terrasse. Sind jetzt noch so gut 3 Stunden bis zur Enzianhütte und wir haben noch Zeit, können wir auch mal eine Pause mehr machen. So, wie ihr seht, haben wir jetzt hier die gemütlichen Pfade mal hinter uns gelassen. Wir sind jetzt hier oberhalb von Einölsbach in den Wald eingestiegen. Und da geht es jetzt rauf, als nächstes mal zur Petersalpe. Das ist der nächste Weg. Los.
Ja, und dann Petersalpe, Enzianhütte. Und dann ist da für heute Feierabend. Ja, hier geht es jetzt echt schön durch den Wald zum kleinen Steig. Moosbewachsene Hänge. Und der Schatten tut mal ganz gut. Wir waren jetzt in der Sonne viel unterwegs. Das ist jetzt angenehm, mal hier ein bisschen Schatten zu haben. Weil die Sonne, auch wenn es Ende September ist, hier doch echt ganz gut vom Himmel knallt. Das wird morgen auf jeden Fall auch dann ein Thema werden. Da haben wir dann nämlich keinen Wald mehr. So. Ja, hier geht es jetzt gerade mal noch mal ein bisschen steiler hoch. So etwas unterhalb von der Petersalpe. Also 20 Minuten vielleicht im Wald, im steiniger Pfad. Kollege Simon macht hier den Vorstieg. Ja, insgesamt sind wir sehr gut in der Zeit. Und werden gleich noch mal eine kleine Pause machen an der Petersalpe, weil dann ist es auch nicht mehr weit bis zur Enzianhütte. So, das ist jetzt die Petersalpe, die wir hier erreichen. Da oben. Und da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir einen Tisch kriegen. Ist ziemlich viel los. Einen kleinen Kaffee mal trinken. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich irgendwo hier nebenan mal Platz nehmen. Geht jetzt gleich hier oben rechts dann weiter. Und so langsam kann man dann schon mal die ersten Talblicke hier erhaschen. Runter hier ins Stillachtal. Ja, noch sind wir nicht allzu hoch. Hier auf 1200 oder was. Und dann geht es gleich nochmal ein ganzes Stück weiter hoch. Und dann ist der Ausblick auch nochmal schöner. Ja, Wetter überragend. Ideale Verhältnisse, schon fast zu warm. Aber da wollen wir uns mal nicht beschweren. So, Pause hat gut getan. Schönen Kaffee getrunken in der Petersalpe. Jetzt haben wir gerade noch mal im Wald eine kurze Pause gemacht, ein bisschen was gegessen und jetzt gehen wir hier auf die Enzianhütte zu. Es ist jetzt noch so eine gute Stunde. Hier ist jetzt gerade so ein flaches Stück, aber zwischendurch geht es dann auch doch durchaus steil hoch. Schmaler Weg hier. Ja, teilweise Schrofengelände, ist alles ein bisschen nass hier noch. Muss schon ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Und im Schatten ist es dann auch ja, relativ kühl, aber es ist ganz angenehm. Gerade in der Sonne war es dann doch ziemlich warm. Schauen wir gleich mal, wie gesagt, noch so eine Stunde Enzianhütte und dann ist das Tagesziel schon erreicht für heute. So, wir haben jetzt den Wald hier verlassen. Jetzt geht es hier im offenen Gelände weiter hoch. Da kommen jetzt noch mal so ein paar Querungen hier im Schrofengelände, da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten ist hier aber ein traumhafter Blick auch. Wenn jetzt nicht gerade hier Bäume davor sind wie jetzt, sondern ein Stück höher gehen. Ja, sind jetzt so auf 1400 ungefähr. Da kann man schon mal ein bisschen runter gucken.
hinter uns die Petersalpe. Da unten. Ja, jetzt kommen hier so ein paar Schrofen. Da unten ist das Schillachtal. Und hier geht es jetzt weiter hoch und dann da oben rechts biegen wir um die Ecke. Und dann geht es noch, ja, immer noch weiter hoch und dann ist die Enzianhütte gleich auf der linken Seite. So, jetzt sind wir da. Enzianhütte, 1804 Meter. Schöne Aussicht hier ins Stillachtal. Ja, hier ist jetzt das Quartier für die Nacht. Wir haben uns jetzt hier mal auf der Terrasse niederlassen. So, gibt jetzt eine spontane Planänderung noch hier. Wir haben jetzt gerade hier spontan entschieden, noch weiterzugehen zur Rappenseehütte. Hat nämlich gerade eine Elfergruppe abgesagt. Das heißt, da werden wir jetzt noch ein Bett kriegen können. Ja, Vorteil ist einfach, dass morgen dann ein bisschen mehr Luft ist. Der Tag heute wird noch mal eine Stunde länger. Dafür ist morgen dann ein bisschen kürzer. Und vor allen Dingen ist da oben auch wesentlich mehr Ruhe, weil die Enzianhütte ist eine private Hütte und ja, da kam gerade schon eine größere Gruppe Holländer bierselig angereist und Hüttenruhe ist hier um 2 Uhr nachts und da wäre wahrscheinlich nicht viel mit Schlaf gewesen. Ja, und auf der Rappenseehütte, da ist dann eine ordentliche Sperrstunde, 22 Uhr, da sollten wir dann auch ein bisschen Schlaf finden. Also geht es jetzt hier noch mal eine Stunde weiter. So, wir starten jetzt in den Heilbronner Weg. Es ist kurz nach 7, sind jetzt an der Rappenseehütte. Es ist schon hell, Sonnenaufgang war noch gar nicht, aber ja, es ist schon die Dämmerung weit fortgeschritten. Also man kann jetzt hier schon sehr gut gehen, gerade kurz gefrühstückt. Es wird ein herrlicher Tag, herrliches Wetter und ja, wir haben richtig Bock jetzt hier auf den Heilbronner Weg. Hinter mir sieht man schon die große Steinscharte, da geht es jetzt hoch. Und dann steigen wir ein und gucken mal, was der Tag uns so bringen mag. Packen wir es an. So, die ersten Höhenmeter sind geschafft. 150 haben wir jetzt hier schon überbrückt. Das war so, ja, felsdurchsetztes Wiesengelände. Jetzt sind wir gerade hier auf so einem Absatz. Geht es jetzt hier ganz gemütlich, nur leicht steigend bergan. Jetzt sieht man schon geradeaus, vorne rechts ist das hohe Licht. Wir haben heute ja langes Pensum, weil wir ja auch bis ins Tal noch absteigen wollen. Jetzt trotzdem überlegt, das hohe Licht noch mitzunehmen, einfach weil es ein toller Berg ist. Dann gucken wir mal, es ist jetzt so eine knappe Stunde noch mal drauf, aber das Wetter wieder gut und Alternative ist auch immer dann übers Waltenberger Haus abzusteigen nach dem Heilbronner Weg, wenn uns das zu lang werden sollte. Das heißt, da nehmen wir das hohe Licht erstmal mit.
jetzt den Schotter hier überwunden. Wir sind jetzt hier im Fels angelangt. Geht jetzt hier noch so ein paar Kehren hier hoch. Und dann kommen wir schon zum Abzweig, wo es dann zum hohen Licht rechts abgeht. Und links geht es dann zum Heilbronner Weg. Ja, der frühe Aufbruch hat sich bezahlt gemacht, sind 2-3 Leute vor uns. Und ja, hinter uns kommen jetzt auch ein paar. Es wird wohl trotz des guten Wetters nicht so wahnsinnig viel los sein. Die Rattenseehütte hat 300 Betten, aber mit Corona waren jetzt nur 90 Betten verfügbar und auch gar nicht alle belegt. Jetzt geht es hier hoch und dann geht es rechts zum hohen Licht weiter. Schönen Blick hier in die Steinscharte. Das ist hier das erste Seil und das wird nicht das letzte sein. So, jetzt ist die Sonne da. Das ist natürlich herrlich. Und wir sind jetzt unterhalb vom Gipfel. Gerade schon da oben kurz das Kreuz gesehen. Jetzt ist es wieder verschwunden. Ja, es ist auf jeden Fall, wer hier den Heilbronner Weg geht und dann vielleicht auf der Rappenseehütte startet und dann zu Kemptner geht oder bis zum Waltenberger Haus, dann ist das ein lohnender Abstecher. Eine knappe halbe Stunde vielleicht, wenn man zügig geht. Und das ist ein schöner Gipfel. Das ist hier auch schon eine tolle Aussicht, einfach hier rechts rüber. Wahnsinnsfernsicht. Rechts Biberkopf. Und vor uns die Sonne. So, da sind wir am hohen Licht. Gipfel erreicht. Wahnsinnsaussicht. Ja, richtig schöne Stimmung auch jetzt hier heute Morgen. Zwei andere sind auch mit uns da. Und ja, da hinten ist noch ein bisschen diesig. Ansonsten jetzt schon wahnsinnig schöne Aussicht und auch gute Fernsicht. Biberkopf in der Mitte. Da rechts sieht man den hohen Ifen. Und wir gehen jetzt gleich hier wieder runter und dann geht es da in dieser Richtung. Da ist der Heilbronner Weg. Da geht es dann weiter gleich. So, Abstieg, hohes Licht. Geht hier immer zügig von der Hand oder von den Sohlen. Und jetzt sind wir gleich, wir haben die Rucksäcke da jetzt abgestellt, da am Einstieg vom Heilbronner Weg, dass wir jetzt mal eben hier ohne gehen konnten. Und dann machen wir da gleich nochmal eine kurze Pause, schon mal eine Kleinigkeit essen
was trinken und dann gehen wir Richtung Heilbronner Törl, wo dann der Heilbronner Weg gleich beginnen wird. Dann sind wir natürlich sehr gespannt. Erstmal ist auf jeden Fall einfach alles angerichtet hier für einen ganz großen Tag. Herrliches Wetter. Ist eher schon die Frage, ob es zu gut ist, in Anführungsstrichen, zu viel Sonne dann nach hinten raus. Vor allem, weil jetzt zwischen Rappenseehütte und Kemptnerhütte auch nirgendwo Wasser ist. Wir haben jetzt da die Flaschen alle voll, aber sind natürlich dazwischen auch mal locker 6-7 Stunden jetzt unterwegs. Können da nicht auffüllen. Da müssen wir gleich ein bisschen haushalten mit dem Wasser. Den Weg, wo wir heute Morgen da hochgekommen sind. Und jetzt sind wir gleich wieder beim Einstieg. So, wir sind jetzt hier am offiziellen Einstieg. Markiert durch das Heilbronner Törl. Ein schmaler Durchschlupf hier im Fels. Das ist dann das Eingangstor hier. Durchkommt. Steinscharte. Heilbronner Törl. Und jetzt gehen wir hier links hoch. Steinschartenkopf, das ist jetzt der nächste Gipfel hier. Jetzt kommt hier so ein Felsband, das wir jetzt hier so queren. Und dann kommen gleich dann nämlich schon die berühmten Stellen, die man hier auf allen Bildern sieht. Die Leiter und die Brücke. Schon, wenn man hochguckt, den Gipfel und da oben auch dann schon die Brücke. Ja, die Sonne kommt jetzt hier rum und jetzt wird es auch gleich warm.
Brücke. Und dann geht es jetzt hier rum. Zack. Dann geht es hier über die Leiter da hoch, statt Schadenkopf. So, sind wir hier auf der Brücke. Ja, es ist alles in allem relativ unspektakulär. Sieht immer recht wild aus so auf den Bildern, aber geht hier ein bisschen runter, aber letztlich. Es ist gut, das hier gut zu gehen. So, wir sind jetzt ein ganzes Stück abgestiegen hier in die Scharte. Ja, wir müssen das natürlich jetzt alles wieder rauf. Das ist wieder hier gut 200 Höhenmeter. Die Sonne ist jetzt auch ziemlich gnadenlos. Ich will mich ja nicht über gutes Wetter beschweren, aber ein paar Wolken zwischendurch wäre auch okay. Aber erstmal ist natürlich herrlich, dass es so sonnig ist und wir jetzt nicht irgendwie Regen haben oder was. Nächster Gipfel, Rockhaarkopf. Vor uns sehen wir nochmal hier das hohe Licht und dann den Heilbronner Weg. Ja, auch hier wieder herrliche Aussicht. Gar nicht so viele Leute unterwegs, ein paar natürlich schon. Und kein Marker, was ein Amateurbug. Und jetzt haben wir hier eine kleine Rast und dann gehen wir in die Richtung weiter. Und da sehen wir jetzt schon die Mädelgabel, wir gehen da jetzt unterhalb. Dann rechts weiter, dann Richtung Kemnöte. So, eine ganz andere Szenerie jetzt. Vor uns die Mädelgabel und der letzte
Gletscher der Allgäuer Alpen, der Schwarzmilzferner. Und hier, wo wir jetzt über Geröll absteigen, da bin ich vor 2-3 Jahren, allerdings auch nicht im September, sondern dann früher im Jahr, aber komplett über Schnee noch runtergegangen. Also das wird nicht mehr sehr lange halten hier. 10 Jahre, sagt man, dann könnte das hier schon komplett verschwunden sein. Und was dann übrig bleibt, das sieht man hier, das sind einfach solche, ja, Geröllhalden. Und dann wird es auch eher nochmal unangenehmer zu gehen. Ja, das heißt, nächste Station ist jetzt hier gleich da rechts. Und wir schauen mal, also so ein bisschen reizt das natürlich noch, da hoch zu gehen. Dann wird es aber heute hier ein ausgesprochen langes Programm. Dann gucken wir jetzt gleich mal, ob uns da noch nach ist. Hier auf die Mädlegabel. Heute doch das Original. Jetzt sind wir nämlich doch noch hier der Mädlegabel aufs Haupt gestiegen. Nehmen wir jetzt hier unten den Gletscher. Liegt jetzt hier tief unter uns. Hier unten, wo jetzt die Leute gehen, da über den Grat sind wir hochgekommen. Ja, und das Panorama ist einfach überragend. Das sieht jetzt hier gerade aus. In der Mitte ist der große Grottenkopf. Das ist der höchste hier im Allgäu. Gehen. Da ist dahinter unten ein Stück tiefer die Trettachspitze. Ja, und ganz unten Oberstdorf. Wunderbar. Aber jetzt haben wir gleich auch noch einen ordentlichen Marsch hier. Das sind jetzt noch 1600 Höhenmeter Abstieg und auch vor allem noch einiges an Strecke zu machen. Aber Wetter ist gut, Wetter hält. Kemptner Hütte ist so 2-2,5 Stunden entfernt, da kann man auch noch mal eine schöne Rast einlegen. So, wir sind jetzt hier auf dem Abstieg. Da muss man jetzt noch mal hier Vorsicht walten lassen. Das ist durchaus nicht ganz ohne. Ja. Erster Grad Felsklettern wird hier verlangt. Nicht wirklich wild, aber schon so, dass man hier ein bisschen gucken muss, vor allem weil es doch steil ist und auch relativ ausgesetzt. Und weil wir einfach auch schon 6 Stunden unterwegs sind. Und irgendwann lässt dann auch die Konzentration und die Kraft nach. Jetzt haben wir hier noch so ein Stück über den Grat runter. Und dann kommt noch so eine kleinere andere Fels. Traverse und dann werden wir aber auf einen sehr angenehmen Steig oder Wanderweg, muss man eigentlich schon sagen, kommen, der dann zu Kemptner Hütte rüberführt. Das ist dann eher noch mal so längeres Latsche. Ja, und hier ist jetzt einfach herrliche Aussicht. Rechts Hochfortspitze. Da hinten guckt der Biberkopf noch mal kurz durch. Unten der Gletscher. Unten links, da müssen wir heute noch hinlaufen. Und vor uns ist ein Heli.
man abholen muss, sondern nur ein paar Kisten Bier an Bord hat. Sieht aber nicht so aus, kein Netz dran. Es ist aber auch kein Heli gewesen oder die Bergwacht, sondern hier so ein Ausflugshelikopter. So, jetzt gehen wir mal weiter. Abstieg von der Mädlegabel. Ja, oben war nochmal ganz schlimmes Schottergelände. Hier geht's jetzt so. Das ist auch noch mühsam. Unten ist der Badeteich. Auch richtig schön. Richtig was los auch da unten. Wird jetzt gebadet. Aber wir haben einfach noch ein Programm hier vor uns. Wir sind bestimmt noch 4 Stunden unterwegs. Kommt das jetzt hier ein bisschen früh mit dem See. Wir werden jetzt zusehen, dass wir zügig runterkommen zur Kemptnerhütte. Da dann nochmal ein bisschen Rast machen, was essen, was trinken und dann, ja, dann geht es nochmal so 2 Stunden ins Tal. So, jetzt sind wir hier auf einem ganz gemütlichen Pfad unterwegs. Sind jetzt so auf gut 2100 Metern. Das heißt, sind jetzt noch so 200-300 Höhenmeter Abstieg bis zur Kemptner Hütte. Vorneweg zeigt sich jetzt der große Krottenkopf, der höchste Berg hier im Allgäu. Und wir biegen jetzt hier gleich links um die Ecke, können dann hoffentlich auch mal bald die Hütte sehen. Vielleicht haben wir gleich auch mal ein bisschen Schatten, das wäre auch ganz angenehm. Die Sonne ist schon heftig noch so auf Dauer. Ja, dann werden wir gleich einkehren. Mal ein bisschen Kraft tanken für den finalen Abstieg. Dann kommen nochmal 800 Höhenmeter und nochmal runter in Spielmannsau und dann hoffen wir, dass wir da noch einen Bus kriegen. Dann neigt sich der Tag auch langsam dem Ende entgegen. Wir sind heute Morgen in der Dämmerung, quasi vor Sonnenaufgang sind wir eigentlich los um 7. Wir werden dann wahrscheinlich, jetzt schon noch vor Sonnenuntergang, aber wahrscheinlich schon in der leichten Dämmerung wieder ankommen. Also ein langer Tag. Aber bei dem Wetter müssen wir mal gut ausnutzen. So, Kemptnerhütte ist in Sicht. Das sind gute Nachrichten. Hat sich doch ganz schön gezogen. Jetzt noch hier runter waren auch zwischendurch noch so ein paar felsige Stellen, so ein bisschen Schrofengelände. Jetzt nicht so, konnte man jetzt hier nicht so schreiten wie hier. Deswegen so ein bisschen länger gedauert. Jetzt ist die Hütte aber in Sicht. Und eigentlich auch, sind wir auch noch gut in der Zeit. Ist jetzt gleich 3:30, vielleicht eine halbe Stunde Pause machen, 16 Uhr, 2 Stunden, 18 Uhr im Tal. Ich hoffe, dass da noch ein Bus fährt. Und dann war es das für heute. Aber erstmal gucken wir, dass wir jetzt hier an der Kemptnerhütte was Kühles zu trinken kriegen. Die Terrasse ist schon gut belegt, aber ich glaube, im Moment ist uns eher nach Schatten.
So, Schlussetappe. Abstieg von der Kempnerhütte. Richtung Spielmannsau gehen wir jetzt. Ja, hier links durch den Sperrbach-Tobel. Im Moment sind wir jetzt hier noch so ein bisschen oberhalb und seitlich. Und gleich geht das dann aber richtig durch den Tobel. Sind noch mal ein paar gesicherte Stellen auch. Aber nichts Wildes. Eigentlich ist das hier ein relativ gemütlicher Abstieg jetzt. 2 Stunden wird das jetzt noch dauern ungefähr und dann passt das auch ganz gut, weil jetzt um 6:10 da der letzte Bus fährt und da dürften wir dann gegen 6 auch unten sein. Jetzt mal die letzten Sonnenstrahlen mitnehmen, weil gleich da unten ist dann wahrscheinlich Schatten, vor allem weil die Sonne ja jetzt gerade auch noch mal hier runter geht. Ja, und dann war es auch ein langer Tag, dann reicht es auch, glaube ich, langsam. Jetzt tauchen wir hier in den Dschungel ein. Auch auf einmal hier eine ganz andere Landschaft wieder. Nachdem wir jetzt heute ja, ganz viel im Fels unterwegs waren, ist das jetzt echt auch mal für die Augen eine Wohltat. Es geht jetzt hier ganz gemütlich so einen schönen Putt hier runter. Der Tobel ist quasi. Da sind wir jetzt quasi ausgestiegen hier rechts. Der liegt jetzt hier zu unserer Linken. Wobei wir den, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gleich nochmal dann da queren. Aber erstmal geht es jetzt hier im, ja, im Wald, kann man sagen. Runter. Gleich kommt nochmal so Wiesengelände. Das ist auf jeden Fall hier ein schöner Abschluss für den heutigen Tag. So, jetzt sind wir schon auf der Straße. Schöne Zeit euch noch! Ja, wir haben leider keine Räder. Die 3 haben wir heute auf der Mädlegabel getroffen. Die sind hier aus dem Tal hoch. Ja, und wir laufen jetzt hier noch die Straße. Das geht jetzt hier noch so ein Stück Tal auswärts. Und ja, Spielmannsau. 20 Minuten stand da jetzt an dem Schild. Und dann haben wir es geschafft für heute. Dann müssen wir mal gucken, wann da noch ein Bus fährt. Ja, ich habe hier einen ganz verrückten Hund an meiner Seite. Und wir sind jetzt gerade hier nicht in den Bus gestiegen, sondern wir laufen jetzt einfach weiter. Weil wir jetzt keine Lust hatten, hier 20 Minuten auf den Bus zu warten. Und ja, jetzt haben wir aber hier noch einen sehr schönen Weg, der jetzt nach Oberstdorf reinführt. Wenn man jetzt wirklich komplett gehen würde, wären das nochmal 8 Kilometer. Das weiß ich noch nicht, aber erstmal gehen wir jetzt hier zum Christlissee. Da wollte ich nämlich ohnehin schon mal hin. Der liegt jetzt hier gleich auf der rechten Seite und dann gucken wir mal. Ich glaube, ein Stündchen ist es auch noch hell.
So, da sind wir schon am Christussee. Versuchen jetzt gerade mal irgendwo hier einen schönen Blick drauf zu kriegen. Wir haben jetzt im Moment hier eher so seitlichen Seeblick. Gucken, ob sich das gleich nochmal ändert von der Straße. War auf jeden Fall jetzt auch ein schöner Weg hier. Viel los ist hier nicht mehr. Aber der letzte Bus ist ja auch schon weg. Kommt man hier auch nur noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad weg. Gucken wir nochmal hier um die Ecke. Ich kann jetzt auch noch so eine Seeumrundung machen. Vielleicht auch noch so ein Tag zu viel verlangt ist. Weil man auch bei der Größe jetzt ohnehin schon, sind wir jetzt schon hier quasi halb rum. Ja, sehr klares blaues Wasser sehen wir hier. Boah, sehr schön. Das ist der Christussee. Wunderbar. Sehr schön. Ja, der See ist jetzt längst hinter uns. Wir haben jetzt noch 2,5 Kilometer. Nähern uns aber auch schon der 30 Kilometer Marke hier insgesamt. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich mal gut für heute. Wir haben jetzt entschieden, dass wir direkt durchmarschieren bis in die Innenstadt, hätte ich jetzt fast gesagt, bis zu unserer Unterkunft. Ja, und jetzt sind wir gerade hier auf den letzten Kilometern hier im Trettachtal unterwegs. Gruben haben wir jetzt gerade passiert und hinter uns, das ist auch einfach schön, nochmal da hinten die Allgäuer Hauptalpengipfel zu sehen, die wir zumindest zum Teil heute auch von oben gesehen haben. Und jetzt geht es hier runter. Höhenmeter kommen jetzt nicht mehr viele. Es läuft jetzt hier langsam so gemütlich aus. Ungefähr noch eine halbe Stunde ungefähr wird das noch dauern. So, jetzt ist es gleich vollbracht. Vor uns sehen wir schon die Nebelhornbahn. Und das heißt, wir haben jetzt Oberstdorf erreicht. Es wird tatsächlich jetzt auch Zeit, weil es dunkel wird. Also ich glaube, in einer Viertelstunde, 20 Minuten würden wir auch dann schon die Lampen brauchen. Das war jetzt gut abgepasst. Ja, ein überragender Tag. Eine wunderbare Tour, kann man nicht anders sagen. Heilbronner Weg, wirklich empfehlenswert. Sehr schöne Gipfel auch, wenn man Zeit hat und Lust hat, die mit einzubauen. Hohes Licht, Mädlegabel, anspruchsvoll durchaus, aber schön. Ja, wenn man es entspannter machen will, wird man auf der Kempnerhütte noch schlafen oder auch auf dem Waltenberger Haus. Aber es ging heute einfach darum, mal richtig nochmal eine lange Tour zu machen. Ich bin froh, dass es jetzt mit dem Wetter so gut geklappt hat. Ende September ist ja alles andere als selbstverständlich. Ja, sind wir jetzt am Ziel. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen von euch oder auch über ein Abo. Ansonsten bis zum nächsten Mal.